Willkommen zurück bei Castle. Wir sind auf der Spur nach, wie heißt er? Colin McCall. Und, oh ja, hier sieht man auch, hat sich ein bisschen was getan auf unserer Murderboard. Und, ja, der ist hier im Badezimmer, was aber abgeschlossen ist. Und, genau, wir können hier wohl übers Basement rein. Ja. Zack. Hoffen wir mal, dass wir da nicht eingesperrt werden. So, da haben wir doch gleich hier ein kleines Spiel wieder. Eine Motte suchen wir. Eine Mathe-Gleichung? Eine, das ist doch eine Mathe-Gleichung. Okay, da fehlt noch was. Okay. So, wahrscheinlich irgendwie noch das Ergebnis hinschreiben. Eine Teetasse, eine Gabel, ein Scotch. Das ist auch... Oh, das war... Ach, dieser blaue Button war das. Handschellen. Warum auch immer hier Handschellen sind, aber gut. Und ja, ich glaube, ich gehe einfach mal kurz... hier haben wir den Alkohol. Outlet. Was war's? Okay, das hier war jetzt offensichtlich eine Teetasse. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin blind. Das da, eine Teetasse. Eine Handtasche. Eine Handtasche. Eine Gabel. Kork, das ist hier ein Korken. Das... Ah, ja. So wahrscheinlich. Ja. Ja. Und die Handtasche. Ja, ich hab... Das ist gerade richtig, ja. Eine Matte. Hier vorne brauchen wir irgendwas. Das müsste was für die Motte sein. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwie loswerden. Okay. Irgendwie ein Messer oder so zum Abschneiden. Ab. Eine Schere nehmen wir doch einfach. Ja, und dann haben wir die Motte. Das Outlet. Ich weiß gerade echt nicht, was das, wo das sein soll. Ich klicke einfach mal eben ein bisschen. Okay, ich glaube, ich will mal eben helfen. Oh. Steckdose, ja. Outlet. Power Outlet, ja. Und wir haben jetzt hier. Okay. So ein Waschbecken-Utensilien-Kram, würde ich sagen. Was haben wir denn da? Ein rundes Objekt. Können wir den da reinpacken? Nee. Was haben wir hier? Das ist irgendwie eine Uhr. Das scheint. Dass es hier raufgetackert wurde. Ah, und wir haben scheinbar einen Teil eines Medaillons. Vorne leuchtet es gerade. Das scheint ein Rätsel zu sein. Da scheint es, als bräuchten wir irgendwas, was wir da reinpacken müssen. Ah, wir sind hier aber immer noch richtig. Können wir hier... Ah. Okay. Puzzle-Info. Wir müssen den Knopf nach rechts bewegen. Okay, der Knopf muss jede Linie benutzen, sonst geht das nicht auf. Und wir können einfach das nächste Loch anknicken, dann geht er dahin. Ah, und sobald wir eine Linie einmal gegangen sind, können wir da nicht nochmal lang. Dann probieren wir das doch mal. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir das doch hier so.
das sieht sogar gut aus. Ich bin überrascht von mir. Was haben wir da? Ah, das zweite Teil des Medaillons. Können wir das da? Das wäre an sich zu einfach. Und dann haben wir den Badezimmerschlüssel. Ja, warum auch immer der über Medaillon. Ja, nicht drüber nachdenken. Und wir schließen das Ganze auf und... Ha! Da haben wir unseren Täter. Und es sieht aus, als hätte er ein zu viel getrunken. Wir brauchen eine Möglichkeit, um ihn aufzuwecken. Dann nutzen wir doch... Okay, hier fehlt dieser... Ah, okay, da fehlt der Händelgriff. Na, hier. Jetzt fließt Wasser. Können wir nicht irgendwie... Keine Ahnung, mit einem Glas oder so? Okay, wir brauchen irgendwas, um dieses Wasser zu sammeln. Können wir hier ein Glas klauen? Na, nicht da rein. Ich habe eine Idee hier oben. Na, na. Oh. Vielleicht mit dem... Ja, mit dem Regenschirm, wo man das noch... Ich meine, hier sind genug Barhocker, wo man sich eben schnell hätte draufstellen können, aber... Nee, nee, es ist zu einfach. Und dürfen wir jetzt einen... Ja, einen vollen Eimer haben. Und einen schönen guten Morgen. Was los? Ja, Sie sind irgendwie im Badezimmer bewusstlos geworden. Ich bin Detective Kate und ich habe einige Fragen. Warum? Ja, müssen wir über Samuel Myers reden. Und das machen wir wohl auf der Wache. Ja, das Wasser lassen wir wohl laufen. Ist ja nicht schlimm. Okay. Esposito sagt uns, dass McCall im Verhörzimmer auf uns wartet und bereit für uns ist. Colin, wir haben einige Beweise, die Sie mit einem Verbrechen in Verbindung bringen. Würden Sie uns ein paar Fragen beantworten? Natürlich, er hat nichts zu verstecken, das sagen Sie immer. Wir müssen jedes Teil, jedes Beweisstück an den Ort packen, wo wir ihn gefunden haben. Und dann sagt uns unser Opfer etwas dazu. Fangen wir doch mal an, bewegen wir das da mal weg. Bewegen wir einmal dahin. Warum lagen Sie bewusstlos im Badezimmer? Er hatte zu viele Getränke und fühlte sich nicht wohl. Tritt das bei ihm regelmäßig auf, fragen wir. Oder ist irgendwas Besonderes passiert? Er trinkt kaum, aber er hatte heute wohl einen Grund zu trinken. Ja, macht ihn so ein bisschen verdächtig, würde ich sagen. Was kann uns denn zu seinem Notizbuch sagen? Genau, warum haben Sie Mr. Samuel Myers dort getroffen? War es so Arbeit oder Vergnügen? Es war kein Vergnügen. Er hat für eine nach einer professionellen Meinung... Ah, okay, er hat scheinbar ein Autor, hat ein Buch geschrieben und suchte nach einer professionellen Meinung, hat gehört, dass Schriftsteller dort rumhängen. Warum hat er mit ihm geredet? Ah, er war der Einzige, der mit ihm reden wollte. Dafür wurde er wohl bezahlt. So, was kann er zum Taschentuch sagen? Okay, der Meier hat wohl $1000 von ihm bekommen, um die Geschichte zu lesen und... Ja, damit war er nicht glücklich mit der Rezension. Und dadurch hat er sozusagen seins verwüstet und ihn danach umgebracht. Okay, er ist irritiert, dass wir denken, dass er Myers umgebracht hat. Gut. Da haben wir den Brief. Kriegen wir den denn da hin? Was wissen Sie über Samuel Meyer? Genau, das ist ein Kritiker. Ah, ein Kritiker, der einen Autor groß rausbringen kann. Oder halt... Ja, oder vernichten kann und hatte wohl einiges an Feinden in New York. So. Ha. Genau, jetzt geht's um den Brief.
Darüber weiß er nichts. Und er hat ihm auch keinen Brief geschickt. So, er soll das wahrscheinlich zurückschicken. So. Ja, er hat genug gesagt und weitere Fragen würde er nur mit einem Anwalt beantworten. Ja, hat er vom Chef gefragt, was wir rausbekommen haben. Ja, Kate sagt, er hat definitiv ein Motiv, hinter Meyers herzugehen. Okay, wir sollen uns erholen. Beckett würde also bevorzugen, hier noch länger zu bleiben. Und ja, wir sind dafür, dass wir uns mit Alex, unserer Tochter, zusammensetzen. Und dass unser Apartment die Dinnerparty übersteht. Ja, und wir sehen uns am Morgen. Und wir bringen einen Kaffee mit. Oh. Ich würde sagen, da passiert ein nächster Mordfall. Das sieht doch nach dem Phantom der Oper aus, oder? So ein bisschen. Kapitel 2. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kapitel das Spiel hat. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wie lang das sein wird. Naja. Ja, wie geht's mit der Partyplanung voran? Super. Grandma hat gesagt, ich soll mich um die Dekoration kümmern. Und ich habe eine super Idee. Sie kann allerdings nicht einen Kerzenleuchter finden, ob wir den vielleicht im Büro haben. Gucken wir doch mal eben nach. Und hier auf unserem unordentlichen Schreibtisch haben wir sicherlich auch einen Kerzenleuchter versteckt. Neben vielen anderen Sachen. Ja, den Kerzenleuchter habe ich sogar schon. Ach, der gehört sogar wirklich zu den Gegenständen. Eine Biene sehe ich hier auch. Ein Rubberbandball, also aus Gummibändern. Ein Tic-Tac-Toe. Sehe ich gerade nicht. Ein denkender Mann. Ein Binderclip. Das. Nee. Da, Tic-Tac-Toe. Ein Football. Ja, American Football. Immer noch denken, wir sind in Amerika. Taschenrechner. Auch wenn sie hier eine deutsche Tastatur hatten. Glaube ich. Sehr merkwürdig. Eine Banane. Ein Kleber. Also nicht Tesafilm, sondern Glue ist ja eigentlich sonst wirklich immer so ein richtiger Kleber. Da, das dürfte Glue sein. So, dann gucken wir doch mal kurz. Ah, hier. Büroklammer. Sonnenbrille und ein Dominostein. Ich habe vorhin, glaube ich, meinen Dominostein. Das war mal in einem Rätsel. Sonnenbrille und ein Dominostein. Sonnenbrille. Und der Dominostein. Ihr habt den wahrscheinlich schon längst entdeckt. Ah, da. Ja, und wir haben den Kerzenleuchter. Dann gehen wir doch raus und... Super, sie freut sich, dass wir geholfen haben. Ja, und wir sollen sie soll einfach nur ihrer Großmutter sagen, dass wir unseren Teil getan haben. Und welch Wunder, dann unser Telefon klingelt. Der Hardcover-Killer hat erneut zugeschlagen. Beckett ruft uns an. Ja, wir fragen, ob sie sicher sind. Ja, ist sie. Der Tote ist in einem Broadway-Theater und ist angezogen wie das Phantom der Oper. Ha, ich hab's doch gesagt. Ja. Wir haben das Stück schon seit einiger Zeit nicht mehr gelesen. Beckett sagt, wir haben wahrscheinlich demnächst genug Zeit. Wir finden sicherlich eine Kopie am Tatort. Wir sollen sie dort treffen, sobald wir können. Jo. Ja, ich habe mal eben, haben wir jetzt hier schon einen zweiten... Ja, oh, wir haben einen Victim Tour, haben zwar noch kein Bild, aber waren ja auch noch nicht dort. Ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass wir was weggelassen haben. Theater. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel mehrere mögliche Enden hat oder ob es immer nur einen Mörder gibt. Ja, ihr führender Mann ist hier, um den Fall zu lösen. Was, wie ist die Situation? Ein anderes gruseliges Setting. Ja, Vernon Hughes. Und wir kennen ihn vermutlich. Ja, er war unser Publisher. Er hat unser erstes Buch veröffentlicht. Ja, die Wege haben sich getrennt, aber im Guten, wir können nicht glauben, dass er tot ist. Das ist wirklich hart. Und Beckett würde verstehen,
wenn wir uns hier zurückhalten würden. Nee, aber es gibt uns eigentlich nur noch mehr Gründe, den Psychopathen zu finden und ihm zur, ja, Gerechtigkeit zu bringen. Das ist jetzt persönlich. Okay, Rein und Esposito umsuchen die äußere Umgebung. Wir gucken uns hier hinter der Bühne um. Dann gucken, reden wir doch mal hier mit Lenny. Oh. Okay, Lenny ist ja fast fertig. Hat uns irgendwas gesagt, was wir jetzt nicht gelesen haben. Hier haben wir irgendwie ein Handle. Haben irgendwas. Ah, ja. Ja, ich wollte die auch gar nicht anklicken. Ja. Jetzt im Theater. Hier geht's. Oh, guck, da haben wir auch noch was. Okay, um diese Säcke aufzuschneiden, bräuchten wir was Scharfes wahrscheinlich. Und hier vorne blinkt es auch ganz fleißig. Da haben wir einen Mond. Und da unten ist was drinne. Und wir müssen irgendwie einen Weg finden, hinzukommen. Können wir da nicht eigentlich reinsteigen, dann wieder rausklettern? Das ist zu einfach. Da hinten kann man auch noch lang gehen. Und, oh, ich sehe hier oben. Da ist das Buch. Wir müssen den Kerzenleuchter runterbringen. Ja, sehr passend, Kerzenleuchter, Phantom der Oper. Ja, wir sind aber auch schon wieder am Ende angekommen, hatte ich ja schon gesagt. Hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und sag, bis dann.